Dr. McWheely. Auf der Straße fährt ein blaues Auto. Und zwar sehr schnell. Es wechselt immer wieder die Spur. Die Ampel wird gleich auf Gelb schalten. Doch anstatt abzubremsen, beschleunigt das blaue Auto. Es wird nicht rechtzeitig zum Stehen kommen. Die Ampel ist rot. Das Auto macht eine Vollbremsung. Oh je, ein Unfall. So darf man sich im Straßenverkehr nicht verhalten. Das ist gefährlich. Jetzt kannst du nicht mehr fahren. Abschleppwagen, kannst du das kaputte Auto bitte zu Dr. McWheely in die Werkstatt bringen? Oh je, das sieht nach viel Arbeit aus. Du darfst Verkehrsregeln nicht missachten. Also gut, schauen wir uns dich mal genauer an. Verbogene Federung. Gesplitterte Windschutzscheibe, verbeulte Motorhaube, ein Frontscheinwerfer und der Kühlergrill sind abgefallen. Als erstes brauchen wir einen neuen Frontscheinwerfer. Welchen nehmen wir? Diesen? Vielleicht diesen hier? Oder diesen? Richtig, den letzten! Jetzt reparieren wir die Federung. Und montieren ein neues Rad. Verlier es nicht wieder. Und jetzt die Motorhaube. Wir müssen sie austauschen, denn sie ist total verbeult. Der Motor ist okay. Wir müssen nur Öl nachfüllen. Jetzt müssen wir eine neue Motorhaube aussuchen. Welche nehmen wir? Diese? Nein. Diese vielleicht? Auch nicht. Und diese hier? Die passt. Jetzt müssen wir sie noch anmalen. In welcher Farbe? Lila? Nein. Blau. Und jetzt die Windschutzscheibe. Wir entfernen die alte und setzen eine neue ein. Und zum Schluss kommt der Kühlergrill. Das Auto sieht aus wie neu. Du kannst jetzt weiterfahren, aber halte dich an die Verkehrsregeln. Fahr immer schön vorsichtig.
Und wir sagen Tschüss zu Dr. McWheely. Dr. McWheely. Schaut mal, Dr. McWheely sitzt auf dem Dach ihrer Werkstatt. Ups, was ist das denn? Etwas Großes. Es ist runtergefallen. Lasst uns nachschauen gehen, was das ist. Hoffentlich finden wir es auch. Wo ist das Ding denn nur? Hier. Das ist ein Satellit. Der kommt aus dem Weltall. Aber warum ist er denn abgestürzt? Dr. McWheely will den Satellit in die Werkstatt bringen und ihn sich mal genauer anschauen. Der Satellit scheint in Ordnung zu sein. Wir müssen ihn wieder ins Weltall befördern. Aber wie? Lasst uns an der Tafel einen Plan ausarbeiten. Was könnten wir machen? Wie wäre es, den Satelliten von einem hohen Gebäude auf ein Trampolin zu werfen? Nein, das würde nicht funktionieren. Und was, wenn wir eine große Schleuder bauen und es damit versuchen? Schon besser. Aber immer noch nicht hoch genug. Ich habe eine Idee. Wir könnten eine Rakete bauen und den Satelliten damit ins Weltall befördern. Ja, mit einer Rakete müsste es funktionieren. Als erstes müssen wir ein großes Gerüst bauen, damit wir auch in der Höhe arbeiten können. Fertig! Jetzt können wir mit dem Gehäuse der Rakete anfangen. Mit einem Schweißbrenner kann Dr. McWheely die Metallrohre aneinander schweißen. Das Gehäuse muss mit dünnen Metallplatten verkleidet werden. Prima! Jetzt muss der Satellit nur noch in die Rakete geladen werden. Und zwar in den vorderen Teil. Fertig! Bleibt nur noch den Countdown zu starten. Dr. McWheely will sich alles vom Dach ihrer Werkstatt anschauen. 5, 4, 3, 2, 1, los!
Beim Abheben stößt die Rakete viel Rauch aus und zieht hinter sich einen weißen Schweif her. Wenn der Treibstoff in der untersten Stufe aufgebraucht ist, löst sie sich von der Rakete. Jetzt entzündet sich der Motor der mittleren Stufe. Die Rakete hat den Weltraum erreicht. Die Spitze öffnet sich und die mittlere Stufe löst sich ab. Der Satellit ist wieder im Weltall. Dr. McWheely hat gute Arbeit geleistet. Dr. McWheely. Das ist Dr. McWheelys Werkstatt. Da ist sie ja. Sie schaut sich ihre Spielzeugblume an. Hallo, Dr. McWheely. Zeig uns doch mal dein Spielzeug. Die Blätter der Blume bewegen sich, ganz ohne Batterien. Dieses Spielzeug wird mit Licht betrieben. Das Licht der Lampe ist dafür völlig ausreichend. Aber wenn man das kleine Solarpanel abdeckt, bewegen sich die Blätter nicht mehr. Und wie wäre es, ein Auto zu bauen, das durch Sonnenlicht angetrieben wird? Dr. McWheely erklärt uns, wie das funktionieren würde. Also, das ist dasselbe Panel, das bei der Blume benutzt wird, nur größer. Das Panel fängt das Sonnenlicht ein und produziert Strom. Und Strom kann ein Rad mit einem Motor zum Drehen bringen. Wenn die Sonne aber nicht scheint, zum Beispiel weil es bewölkt ist, wird kein Strom mehr produziert. Und das Fahrzeug stoppt. Das soll natürlich nicht passieren. Deshalb verwenden wir aufladbare Batterien. In ihnen können wir die Sonnenenergie speichern. Mit der Energie der vollen Batterien können wir den Motor am Laufen halten. Dann spielt es keine Rolle, ob die Sonne scheint oder nicht. Wir können sogar nachts fahren. Das wird das perfekte Auto. Wir werden es Sonnenmobil nennen. Machen wir uns an die Arbeit. Wir brauchen einen Rahmen, der leicht, aber stabil ist. Wir verwenden dafür ein Metall, das Aluminium genannt wird. Das ist leicht, aber solide. Wir brauchen Stoßdämpfer, um Unebenheiten auf der Straße abzufedern. Wir können alte Fahrradreifen benutzen. An den hinteren Reifen werden wir den Elektromotor anschließen. So langsam sieht es wie ein Fahrzeug aus. Kann es denn Dr. McWheelys Gewicht aushalten? Prima! Jetzt ist der Sitz an der Reihe. Das ist ein Bürostuhl. Wenn wir die Armlehnen entfernen und den Sockel, haben wir einen bequemen Sitz für das Sonnenmobil. Setz dich, Dr. McWheely. Klasse! Was denkst du, fehlt da noch was? Na klar, das Lenkrad. Jetzt können wir die elektronischen Teile einbauen. Aufs Dach kommen Solarpaneele. Das ist ein Regler zum Kontrollieren der Batterien. Die Batterie, die die Sonnenenergie speichert, kommt hier unten hin. Ein Pedal darf natürlich auch nicht fehlen. Funktioniert es? Ja, prima! Frontscheinwerfer und Rückleuchten, damit wir auch nachts fahren können. Zeit für eine Testfahrt. Das ist aber schnell. Es hätte Dr. McWheely fast weggeweht. Kein Wunder, wir haben die Windschutzscheibe vergessen. Jetzt können wir auch draußen fahren.
Alles funktioniert perfekt. Unser Sonnenmobil fährt. Oh, sie hat Matsch im Gesicht. Einiges kann noch verbessert werden. Mit Kotflügeln ist dieses Problem zu lösen. Die montieren wir über den Rädern. Dann kann kein Matsch mehr hochspritzen. Und eine Karosserie bekommt das Fahrzeug auch noch. Wir bauen eine Türe ein, damit das Ein- und Aussteigen einfach geht. Was für ein tolles Sonnenmobil! Lasst uns auf eine Reise gehen. Wir können durch Städte fahren, durch Wälder und Parks. Und sogar durch die Wildnis. Wäre es nicht interessant, neue Orte zu erkunden? Zwischendurch kann man immer wieder mal anhalten. Zum Beispiel, um zu fischen. Oder um ein Lagerfeuer zu machen, wenn das denn erlaubt ist. So verbringt Dr. McWheely also ihren Urlaub. Doch jetzt ist es Zeit, schlafen zu gehen. Sie muss sich ausruhen, denn es warten noch viele spannende Abenteuer auf sie. Dr. McWheely. Das ist Dr. McWheely. Sie ist am Strand. Oh, ein gestrandetes Boot. Ob es wohl kaputt ist? Mal sehen. Damit sich Dr. McWheely das Boot genauer anschauen kann, muss es in die Werkstatt gebracht werden. Lasst uns Robby um Hilfe bitten. Robby, komm mit einem großen Fahrzeug an den Strand. Groß genug, um ein Boot abzuschleppen. Robby ist schon auf dem Weg. Er kommt mit einem Pickup. Mit einem großen Anhänger dran. Lass uns das Boot aufladen. Fertig. Robby, lass uns in die Werkstatt fahren. Da sind wir. Um das Boot genau untersuchen zu können, müssen wir es hochheben. So, mal schauen. Ein Teil der Schiffsschraube ist abgebrochen. Am unteren Teil des Boots ist ein Leck. Und die Farbe ist auch abgeblättert. Was brauchen wir denn alles, um das Boot zu reparieren? Eine neue Schiffsschraube.
Glasfaser, um das Leck zu schließen. Glasfaser ist für solche Reparaturen am besten geeignet. Zum Ankleben benutzen wir einen speziellen Kleber. Das ist ein Eimer mit Farbe. Weil wir eine große Fläche anstreichen müssen, sollten wir eine Farbrolle benutzen. So eine. Lasst uns mit der Reparatur beginnen. Als erstes machen wir das Leck zu. Wo ist der wasserfeste Kleber? Hier! Wir schneiden die Glasfaser in Streifen und kleben sie auf das Leck. Prima! Und was machen wir als nächstes? Wir streichen das Boot an. Sehr schön. Jetzt müssen wir noch die Schiffsschraube austauschen. Wir ersetzen die kaputte Schiffsschraube durch eine neue. Oh je, sei vorsichtig, Dr. McWheely. Nichts Schlimmes passiert? Dann können wir weitermachen. Die alte Schraube muss runter. Da kommt jetzt die neue Schiffsschraube hin. Super! Das Boot sieht aus wie neu. Die Farben sind sehr schön. Jetzt können wir das Boot wieder zum Wasser bringen. Es muss wieder auf den Anhänger. Prima! Los geht's! Na also, das Boot ist im Wasser. Es fährt. Wir haben also alles richtig gemacht. Gute Fahrt, Dr. McWheely. Das ist eine Tankstelle. Hier laden Fahrzeuge ihre Treibstofftanks auf. Lasst uns mal sehen, wie das funktioniert. Die Spritze am Ende des Tankschlauchs kommt in den Treibstofftank. Jetzt kann der Treibstoff durch den Schlauch in den Tank fließen. Oh, irgendetwas stimmt da nicht. Die Zapfsäule scheint nicht zu funktionieren. Und es kommen immer mehr Autos, die tanken wollen. Wir sollten Dr. McWheely rufen. Da ist sie ja. Sie ölt ihren Roboter Robby. Wenn Robby nicht geölt wird, fängt er an zu quietschen. Oh, die Tankstelle ruft an. Dr. McWheely, wir brauchen deine Hilfe. Die Zapfsäule ist kaputt. Ich mache mich gleich auf den Weg, sagt Dr. McWheely. Und Robby ölen wir später. Dr.
Dr. McWheely fährt mit ihrem gelben Cabrio zur Tankstelle. Schaut mal, wie viele Autos schon in der Schlange stehen. Mal sehen, was kaputt ist. Dr. McWheely muss sich alles ganz genau anschauen. Vielleicht ist ja ein Teil im Inneren der Zapfsäule kaputt. Lasst uns nachschauen. Dazu müssen wir die Verkleidung entfernen. Keines der Teile scheint kaputt zu sein. Aber es kommt kein Treibstoff aus dem Schlauch. Das ist aber komisch. Vielleicht liegt das Problem ja am Treibstoffbehälter. Lasst uns nachschauen. Unter der Erde befinden sich große Tanks. Wir machen die Luke auf und schauen nach. Aha, in dem Tank ist gar kein Treibstoff mehr. Wir müssen den Tankwagen rufen, damit er den Treibstoffbehälter wieder auffüllt. Hallo Tankwagen, bring doch bitte Treibstoff zur Tankstelle. Da ist der Tankwagen ja. Jetzt können wir mit Hilfe des Schlauchs den Treibstoffbehälter füllen. Der Treibstoffbehälter füllt sich. Fertig. Jetzt kann der Tankwagen wieder weiterfahren und andere Tankstellen mit Treibstoff beliefern. Mal sehen, ob die Zapfsäule wieder funktioniert. Prima! Wir müssen die Verkleidung wieder anbringen. Die Tankstelle ist wieder in Betrieb. Dankeschön, Dr. McWheely. Dr. McWheely. Das ist Dr. McWheelys Werkstatt. Da kommt ein ganz schmutziges Auto. Mal sehen, was dem Auto fehlt. Es hätte besser in die Waschanlage fahren sollen. Das Auto sagt, dass es früher immer schön geglänzt hat. Es war ständig unterwegs, bei Regen und Schnee. Aber es war regelmäßig in der Waschanlage. Eines Tages ging der Schmutz aber nicht mehr ab. Kannst du dem Auto helfen, Dr. McWheely? Wir müssen dich erstmal waschen. Noch ein Stück. Stopp. Als erstes spritzen wir dich mit Wasser ab. Und jetzt schäumen wir dich ein. Mal sehen, ob du dann sauber wirst.
Das Auto ist immer noch schmutzig. Das ist also gar kein Schmutz. Das ist Rost. Autos werden aus Metall gemacht. Und Wasser, auch Regen, kann Metall zum Rosten bringen. Wir müssen den Rost entfernen. Wir entfernen die Räder. Ebenso die Motorhaube und die Türen. Diese Teile werden separat bearbeitet und lackiert. Die Scheinwerfer und den Kühlergrill müssen wir nicht lackieren, denn sie sind nicht verrostet. Die Rückleuchten entfernen wir auch. Die sind in Ordnung. Jetzt können wir loslegen. Das ist ein Sandstrahler. Damit können wir den Rost und die alte Farbe entfernen. Der Sandstrahler erzeugt einen starken Strahl aus Sand und Luft. So kann der Rost entfernt werden. Der Tank wird mit Sand gefüllt. Und durch den Schlauch wird Luft in den Tank und den Mischapparat geblasen. Das Luft- und Sandgemisch kommt als starker Strahl aus der Sprühpistole. Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Schaut mal, der Rost und die alte Farbe verschwinden. Fertig. Jetzt können wir das Auto lackieren. Aber zuerst müssen wir uns eine Farbe aussuchen. Wie wäre es mit Orange? Sehr schön. Jetzt montieren wir auch die restlichen Teile. Neue Räder. Motorhaube. Kühlergrill. Frontscheinwerfer. Rückleuchten. Und die Türen. Das Auto sieht wieder aus wie neu. Auto, die Reparatur ist erledigt. Du kannst dich wieder auf den Weg machen. Dankeschön, Dr. McVeely. Bis zum nächsten Mal. Dr. McVeely. Das ist Dr. McVeelys Werkstatt. Und sie ist natürlich auch da. Oh, sie hat eine Nachricht bekommen. Und von wem? Von einem roten Auto. Es hat keinen Treibstoff mehr. Es steckt deshalb im Parkhaus fest. Auf der roten Ebene. In der Parkbucht mit dem Buchstaben A.
Wir helfen dem Auto und bringen ihm Treibstoff. In diesem Kanister ist Treibstoff drin. Ab ins Parkhaus. Das mehrstöckige Parkhaus befindet sich in der Stadtmitte. Es muss ein großes Gebäude sein. Wo es wohl ist? Sind wir da? Ja! Das ist aber ein großes Parkhaus. Dr. McWheely, lass uns das Auto suchen. An der Wand hängt ein Plan. Prima! Die rote Parkebene ist in der 4. Etage. Da befindet sich die Parkbucht mit dem Buchstaben A. Na dann los! Du musst die Rampe hochfahren. Weiter, weiter, weiter. Wir sind in der 2. Etage. Oh, die Rampe, die in die 3. Etage führt, ist gesperrt. Kein Problem. Es gibt einen anderen Weg. Wow, ein Aufzug speziell für Autos. Damit können wir hochfahren. Die 4. Etage. Wegen Reparaturarbeiten gesperrt. Hier können wir nicht raus. Lasst uns hochfahren. Die 5. Etage. Wenn wir die Rampe runterfahren, sind wir da. Die Parkbucht mit dem Buchstaben A ist auf dieser Seite. Es ist nicht mehr weit. Hier ist die Rampe. Dr. McWheely fährt in die 4. Etage. Und da ist auch schon das rote Auto. Es hat in der Parkbucht A geparkt. Auto, wir haben Treibstoff mitgebracht. Mach den Tankdeckel auf. Fertig. Im Kanister war aber nicht viel Treibstoff. Du musst zur Tankstelle fahren. Ich zeig dir den Weg. Thank you.
Fahr mir nach. Das ist die Ausfahrt des Parkhauses. Die Tankstelle ist gleich da vorne. Immer geradeaus. Tschüss, Dr. McWheely. Bis zum nächsten Mal. Dr. McWheely. Heute kommt ein gelbes Cabrio in Dr. McWheelys Werkstatt. Hallo Auto, was fehlt dir denn? Aha, du möchtest wie ein Boot schwimmen können. Mal überlegen. Wir brauchen einen Umwandlungsplan. Wir haben ein Cabrio, das wie ein Boot schwimmen möchte. Lasst uns das obere Teil des Autos und das untere Teil des Bootes miteinander verbinden. Wir werden ein Amphibienauto machen. Guter Plan. Na dann lasst uns anfangen. Als erstes entfernen wir die Karosserie. Das Auto schieben wir erstmal zur Seite. Robbie hat den unteren Teil eines Bootes gebracht. Den alten Motor entfernen wir. Jetzt können wir den Motor des Cabrios einbauen. Dieser Motor wird dafür sorgen, dass sich die Blätter der Schiffsschraube drehen. Die sich drehenden Blätter werden das Wasser nach hinten drücken. Auf diese Weise kann das Amphibienfahrzeug beschleunigen. Weiter geht's. Das ist ein neues Federungssystem. Es wird die Räder anheben, wenn das Fahrzeug im Wasser ist. Wir entfernen die Räder des Cabrios und montieren sie an das Amphibienauto. Eins, zwei, mal sehen. Prima. Wir können weitermachen. Jetzt bauen wir den Motor und die Bodenwelle ein. Fertig. Jetzt ist der Innenraum an der Reihe. Die Karosserie aufsetzen. Das Amphibienfahrzeug ist fertig. Lasst es uns ausprobieren. Aber zuerst bekommt das Amphibienauto noch einen Rettungsring. Wir müssen uns ja schließlich an die Sicherheitsvorschriften auf dem Wasser halten. Dankeschön, Robbie.
Wir starten den Motor. Los geht's. Das Amphibienfahrzeug fährt auf der Straße sehr gut. Jetzt testen wir es im Wasser. Hier ist der See. Na dann los! Dr. McWheely hat wie immer sehr gute Arbeit geleistet. Das gelbe Cabrio freut sich. Und Dr. McWheely natürlich auch. Ich bin gespannt, wem Dr. McWheely in der nächsten Folge helfen wird. Tschüss. Dr. McWheely. Das ist Dr. McWheelys Werkstatt. Und da ist auch Dr. McWheely. Was macht sie denn da? Oh, sie baut eine Zeitmaschine. Dr. McWheely möchte in die Vergangenheit reisen, um zu sehen, wie früher Autos gebaut wurden. Jetzt werden wir lernen, wie die Autos vor 250 Jahren ausgesehen haben. Lasst uns in die Vergangenheit reisen. Dr. McWheely ist sehr gespannt. Es hat funktioniert. Alles sieht so ungewöhnlich aus. Auf den Straßen fahren komische Fahrzeuge und sie stoßen Rauch aus, wie Züge. Die Fahrzeuge werden mit Dampf betrieben, so wie Lokomotiven. Das ist ein Dampfbus. Er sieht aus wie ein Pferdewagen, ohne Pferde. Lasst uns mal genauer anschauen, wie solche Fahrzeuge funktionieren. Dampffahrzeuge haben einen großen Kessel. Das ist sozusagen der Motor. Unter dem Kessel erhitzt ein Feuer das Wasser. Wenn das Wasser verdunstet, entsteht Dampf. Der Dampf gelangt durch ein Rohr in eine spezielle Kammer. Hier bringt der Dampf den Kolben in Bewegung und der sorgt dafür, dass sich das Rad dreht. Weil die Fahrzeuge mit Hilfe des Dampfes fahren, werden sie auch Dampffahrzeuge genannt. Dampflokomotiven und Dampfschiffe funktionieren auf dieselbe Art und Weise. Lasst uns auch mal einen Blick in die Werkstatt werfen. Hier gibt es einen großen Brennofen. Und hier ist ein kaputtes Fahrzeug. Was ist mit dem Fahrzeug denn nicht in Ordnung? Der Stift, mit dem das Rad am Fahrzeug befestigt wird, ist gebrochen. Und was jetzt? Dr. McWheely weiß, was zu tun ist. Sie wird einen neuen Stift machen. Handschuhe anzuziehen ist wichtig. Jetzt brauchen wir eine Schraube. Die muss im Brennofen erhitzt werden, damit das Metall weich wird. Auf den Amboss damit. Wenn man die Schraube jetzt mit dem Hammer bearbeitet,
kann man aus ihr einen Stift machen. Aus der Schraube ist ein Stift geworden. Jetzt noch biegen. Und fertig. Mal sehen, ob der Stift passt. Jetzt können wir das Rad befestigen. Die Kette einhängen. Und dann den Stift einsetzen. Früher wurden die Räder mit Stiften befestigt. Heute benutzt man Schrauben. Das ist sicherer. Prima! Das Dampffahrzeug kann wieder weiterfahren. Tschüss! Es ist Zeit, nach Hause zu reisen, Dr. McWheely. In die Gegenwart. Mal sehen, wohin Ihre nächste Reise in der Zeitmaschine Sie bringen wird. Dr. McWheely. Dr. McWheely und Robby nehmen ein altes Auto auseinander. Die Teile, die sie noch verwenden können, haben sie abmontiert. Jetzt kann das Auto auf den Schrottplatz gebracht werden. Hallo, Abschleppwagen? Wir brauchen deine Hilfe. Robby, möchtest du auch mal einen Schrottplatz sehen? Ja, natürlich möchte er. Abschleppwagen, du kannst das alte Auto mitnehmen. Das ist eine Altmetallverarbeitungsanlage. All die Autos hier sind Schrott. Sie werden zu neuem Metall verarbeitet. Robby, hier ist unser Auto. Dieser riesige Kran hebt die Autos mit Hilfe eines Elektromagneten an und befördert sie in den Schredder. Innen werden die alten Autos geschreddert. Und dann wird das Altmetall eingeschmolzen. Jetzt ist das Auto aus Dr. McWheelys Werkstatt an der Reihe. Oh, der Elektromagnet funktioniert nicht. Mal sehen, woran das liegt. Was ist mit dem Elektromagnet nicht in Ordnung? Das sind Sicherungen. Siehst du das rote Licht? Eine der Sicherungen ist rausgeflogen. Der Hebel muss hoch.
Der Elektromagnet funktioniert wieder. Und er hat Robby hochgehoben. Aber nein, wir wollen nicht, dass Robby zu Altmetall verarbeitet wird. Lass ihn wieder runter, Dr. McWheely. Na also. Jetzt können wir das lilafarbene Auto in den Schredder schicken. Mal sehen, wie er arbeitet. Zwei große Schneideblätter zerkleinern die alten Autos. Der große graue Magnet zieht die Metallteile an. Und ein Laufband befördert sie dann in einen Schmelzofen. In diesem Container wird das Metall geschmolzen und in Formen gegossen. Wenn das Metall abgekühlt ist, fällt es in Form eines Barren aus der Gussform raus. Hier gibt es viele solcher Barren. Daraus können neue Autos gemacht werden. Das ist interessant. Findet ihr nicht auch? So, es ist Zeit, Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal.